In Zwickau sind drei Sporthallen wegen der Schneelast auf den Dächern gesperrt worden. Betroffen sind die Einrichtungen in Mosel, Crossen und Neuplanitz. Damit fällt auch das für Samstag geplante Bundesligaspiel der BSC Rollers flach. Ausweichmöglichkeiten waren für die Verantwortlichen nicht zu finden. Betroffen sind von der Regelung auch die Begegnungen des ZHC Grubenlampe und des GGZ Basket Zwickau. Der BSV Sachsen versucht, sein Spiel nach Frau Reuth zu verlegen. Ausschlaggebend für das Sperren der Hallen sei neben dem aktuellen Wetter auch die Prognose für die kommenden Tage. Und die sagt auch weiterhin Schnee. Welche katastrophalen Auswirkungen ein überlastetes Hallendach haben kann, wurde 2006 in Bad Reichenhall deutlich, als die dortige Eissporthalle unter der Schneelast zusammenbrach. Darum gilt für die drei Zwickauer Sporthallen die Sperrung zunächst bis Montag.